got my peaches out in Georgia. I get my weed from California. I told what you got to the north, yeah. I get my lime from the source, yeah. And I see you, the way I breathe you in, it's the texture of your skin. And I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia. I get my weed from California. I turn my chick up to the north, yeah. I get my light right from the source, yeah. You've been showing, but I'm for ya. And give my whole life. I live my girl, I'm in my yoga. From California, I told my chick up to the north, yeah. I get my life from the source, yeah. Das war geil. Ich glaub's nicht, ich kann's nicht fassen. Dankeschön. Vielen Dank. Hallo. Hi. Wie heißt du? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Ich bin Marina, ich bin 17 und komme aus der Nähe von Stuttgart. Du bist 17? Ja. Wow. Wow. Du bist 17 und hast so viel Soul in der Stimme. Oh, danke schön. Machst du ein Abi grad, oder? Ja, ich bin in der 11. Klasse, ja. Cool. Ja, kann ich mich noch daran erinnern? Ich weiß, es war gestern, Marc, es war vorgestern, letztes Jahr. Wirklich, langsam bist du zu alt für solche Witze. Ja. Ich fand das richtig cool. Ich hoffe, du hast gesehen, ich habe mich sofort umgedreht, weil... Ja, ich war voll schockiert. Das habe ich gesehen, du hast kurz gestoppt. Das war das Hemd, die hat sich erschrocken, Mann. Yes. Ich habe ja fest damit gerechnet, dass ich mich als Alleiniger hier umgedreht habe, weil ihr habt so lange gewartet, weil die beiden so lange gewartet haben. Also ich würde das schon in deine Bewertung einspielen. Genau, das ist ja also auch der Grund. Du denkst immer nur, wenn du dich schnell umdrehst. Das Talent sofort erkannt. Nee, auf jeden Fall, ich muss wirklich sagen, du bist 17, ne? Du hast noch so einen Hammerweg vor dir. Und ich finde, du passt sehr, sehr gut in mein Team. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du zu mir kommen willst. Dankeschön, danke. Ach, jetzt müsste es mich auch noch entscheiden. Entscheiden? Ach, um Gottes Willen. Marina, ich muss sagen, ich bewundere das sowieso, wenn man ein Instrument spielen kann und dazu singen. Meine Kollegen können das alle. Ich weiß nicht, Marc, du auch, ne, glaube ich, oder? Drei Akkorde auf der Gitarre kannst du wahrscheinlich auch. Kann ich, ja. Drei Akkorde. Ja. Vorhin hat mir Johannes noch einen beigebracht. Ja. Stimmt. D-Dur hast du beigebracht. Ich kann das gar nicht. Ich bin immer angewiesen auf Menschen, die mit mir Musik machen. Und ich finde es unheimlich spannend. Ich finde es super schön. Und ich glaube, du wärst bei mir sehr gut aufgehoben. Ich würde mich sehr freuen, dich ein bisschen zu begleiten, wenn du magst. Dankeschön, danke. Marina, du hast es super frei gesungen, den Song, und hast extrem viele Schlenzis eingebaut. Und ich glaube, dass du dir über die Technik deines Gesangs noch nicht so viele Gedanken machst. Und ich glaube, jetzt bist du als Sängerin an einem ganz krassen Punkt. Und ich finde es super, dass du genau jetzt hier bist, weil jetzt kommt bei dir Coaching dazu, hoffentlich in meinem Team. Und du kannst das, was du jetzt eh schon aus dem Bauch heraus machst, in gecoachte Bahnen bringen und wirst, wenn du es ab jetzt richtig machst, zu einer fantastischen und richtig krassen Sängerin. Ja. Machst du eigene Songs auf der Gitarre? Ja, ich schreibe eigene Songs. Und ist das auf Englisch oder auf Deutsch? Auf Deutsch. Ja, das dachte ich. Verdammt. Du weißt doch, könntest du dir vorstellen, vielleicht einen Song von dir auf Deutsch hier mal anzuspielen? Ja, warum nicht? Bitte nicht. Also, lass es nicht. Oh, nein. Ich ärgere mich jetzt schon irgendwie. Ich weiß nicht. Ach so, weil das geil wird, meinst du, wenn du nicht gedrückt hast? Ja. Ach so.
Hab so viele Menschen um mich, doch trotzdem fühle ich mich einsam innerlich. Weiß nicht, wer ich bin, weiß nicht mehr wohin. Eigentlich trink ich doch gar kein Gin. Wieso fühle ich mich einsam? Ich hab doch so viel, mich zu lieben war doch mal ein Kinderspiel. Wieso erkenne ich mich nicht mehr? Ich zu sein fällt mir doch eigentlich nicht so schwer. Wieso tut mir immer alles leid? Sogar ein Streit, für den ich nichts kann. Ich frag mich nur, wann finde ich endlich zurück zu mir? Hammer. Dankeschön, danke. Ich bin fertig, ich bin fertig. Marina. Ja. Ich bin ein totaler Idiot. Man sieht, dass ich offenkundig gar keine Ahnung habe, was ich hier tue. Weil ich habe das völlig falsch eingeschätzt. Ich habe dir zugehört am Anfang und sah dann, dass Nico sich umdrehte, dass Sarah sich umdrehte. Dachte ich, okay, das ist ein Mädel, was total gerne diesen R&B-Soul-Style singt. Und deshalb dachte ich, das macht Sinn. So. Und jetzt merke ich, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich wünschte mir, dass mein Name ja auch leuchten würde, aber er tut es nicht. Deshalb kann ich mich nur entschuldigen, dass ich mich nicht umgedreht habe. Ich habe einen Fehler gemacht. Danke. Aber umso schöner, dass du bei den drei jetzt die Auswahlmöglichkeit hast. Jetzt bin ich gespannt. Marina, hast du das Gefühl, du kannst dich jetzt schon entscheiden? Nein. Wollen wir eine Nummer zusammen singen? Ja? Oh! Nico sagt, dass die glauben, es nicht gefallen. Was würdest du denn gerne singen? Nichts von Michael Jackson, bitte. Nichts von Michael Jackson, okay. Walk in Your Shoes. Oh! Was? Walk in Your Shoes? Das ist ein Song von Nico. Wirklich? Kannst du? Ja. Bekanntes Lied, ja? Oh, shit! Vielen Dank! Song von mir! Kann ich dein Klavier haben? Oh nein, Mann, das... Ja, ja, das ist nicht gut. Sowas hatte ich auch noch nicht. Aber freut mich natürlich sehr. Ich fange an. You taught me these chords I thought I'd never learn. We were only 15, but we grew fast in the dirt. You were the life of the party and a friend when it hurt. They say flames die quicker, the brighter they burn. And now I think about who we both become. I've done some growing up while you're forever young. Your parents gave me omens when you were gone. They showed me where to turn when I come undone. I wish you could hear me, and maybe you do. I want you to know that I'm still walking your shoes. Though I'm moving on now, you're still by my side. And we'll be road tripping step of my life, I'll still walk in your shoes. Marina, everybody, ganz, 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 ganz großen Applaus. Happy land, happy, happy, happy land. Geil, vielen, vielen Dank. Wird sich jetzt bestimmt für ihn entscheiden, ja, ich glaube auch. Wow. Schön gemacht, ey. Gehe ich recht in der Annahme, dass du Nico Santos ganz gut findest? Ja, schon. Gehe ich recht in der Annahme, dass du jetzt deine Entscheidung treffen könntest? Um ehrlich zu sein, noch nicht ganz, aber... Oh! Okay, ich glaube, ich weiß es. Oh. Ich glaube, ich gehe zu Nico. Yeah! Hallo! Oh, ich würde dich so gerne umarmen. Oh, Hammer. Ein Riesenapplaus! Dankeschön. So cool, ey, ich freue mich so sehr. Vielen Dank, ja.